Lieben, meine Lieben. Ich begrüße Sie auf das Herzlichste. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Und ich bin gespannt, was heute so passiert. Wir haben sehr, sehr schöne Fragen. Wir haben einen Gast heute, der zum ersten Mal dabei ist. Paul Panzer, heute zum ersten Mal bei Genial daneben. Ein sehr schönes Hemd, sehr schöne Hosenträger, sehr schöne Brille. Wie geht's dir? Vielen Dank. Ja, sehr gut. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin. Ja. Und ja, ich bin hier. Ja, ja. Das war eine klare Aussage. Ich bin ja hier. Ansonsten die üblichen Verdächtigen, Frau von Sinnen, Herr Boning, Herr Nuhr, Herr Hoeker, alles da heute. Es wird schwer, Freunde, ich sage es euch. Und wir werden vielleicht viel zu lachen kriegen. Es sind sehr schöne Fragen. Und ich freue mich, dass Sie immer so wunderschöne Fragen einschicken. Wenn Sie noch ein paar zu Hause haben, ich sage nachher mal die Adresse, dann können Sie uns die gerne schicken. Wir fangen an und gehen nach Minden. Minden. Weserbergland. Ja, Nordrhein-Westfalen. Weserbergland. Dort wohnt Gerhard Horstmann-Wilke. Das wusste ich jetzt gar nicht. Nee, aber man kann ja nicht alles wissen. Ne? Aber Gerhard Horstmann-Wilke wohnt in Minden. Steht jedenfalls hier. Was ist Herr Bayer, lesen Sie mal vor! Falls Sie es noch nie wussten, meine Damen und Herren, Frau von Sinnen ist auch da. Sie haben es gerade gemerkt. Und Gerhard Horstmann-Wilke aus Minden möchte wissen, was ist eine Schlaggemeinschaft? Könnte ich gerade mal die Frage nochmal hören, weil ich habe den Tinnitus gerade weg. Was ist eine Schlaggemeinschaft? Sehr offensichtlich wäre jetzt eine schlagende Verbindung. Burschenschaften, das ist es aber wahrscheinlich nicht. Sport, abseitige Sportart wie das Klotschießen zum Beispiel. Was? Aus Friesland. Klotschießen. Man erspare mir das Regelwerk jetzt zu erzählen. Das ist, glaube ich, so ein sechseckiges Kantholz. Das mit Hilfe einer dreieinhalben Drehung vom Schläger im verschneiten Ostfriesland weit, weit weg befördert wird. Und wo dann? Im Moment des Abspiels weniger als ein Spieler der gegnerischen Mannschaft. Nee, das ist abseits. Ich gehe noch mal zwei Schritte zurück. Sport. Wie heißt das mal? Klot. Klotschießen. Zusammen mit Boseln. Boseln und Klotschießen. Boseln. Boseln. Auf einer langen, geraden Straße treten zwei Mannschaften an, die eine bowlingartige Kugel möglichst weit auf dieser langen, geraden Straße befördern müssen. Also einer. Herr Boding, ich hätte da mal eine Frage. Ich bin raus. Warum? Egal. Also, weder noch. Sport nicht. Nee. Nee, also nicht in dem Sinne. Ich bin da bei einer... Sekunde. Ich leg dann hinterher noch ein bisschen Staub drauf. Hat der Panzer Flöhe? Nein. Flöhe haben Herrn Panzer. Das ist der Unterschied. Also. Ich tippe da ja Handwerk. Und zwar handelt es sich dabei um ein sich drehen, um eine Achse drehendes dickeres Holzteil. Da sind so kleine Hämmer dran. Und wenn die sich drehen, machen die immer dong, 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 dong und schlagen auf ein zu hämmerndes Metallstück oder sowas in der Art. Und das nennt man Schlaggemeinschaft, weil es mehrere Schlaghämmer sind, die gemeinschaftlich ein gemeinsames Objekt. Und warum schlagen die drauf? Ja, weil das sonst nicht funktioniert, wenn sie drauf pusten würden. Also, aber welchen Grund hat das denn? Zum Beispiel der Schmied, um es glatt zu machen, um es platt zu machen, um es breit zu machen, um ihm weh zu tun. Ein Schmied. Ich persönlich, das ist, ein Schwert wird, wenn man... Ist das richtig, Herr Bauer? Nein, um Gottes Willen. Dann wäre ich mal... Dann würde ich gerade mal kurz gut gelaunt in einen Hauswirtschaftszweig gehen. Ja. Die Lehrerin möchte Schlagsahne machen. Sie öffnet den Kühlschrank, es stehen 6 Dosen Schlagsahne im Kühlschrank. Ja. Und sie sagt, wir greifen jetzt zur Schlaggemeinschaft. Oh, yeah. Cool. Singt ihr gerade ein Lied oder... Ja, nee, wieder. Ich wollte kurz auflösen. Da ich einfach mal ausschließe, dass es sich um eine rechtsradikale Gemeinschaft handelt... Kannst du. würde ich ja sagen, es handelt sich um Taubenzucht. Taubenzucht? Ah, die in einem Schlag sind. Cool. Sehr gut. Und ein Schlag ist ja teuer. Und weil denn sich mehrere dann gemeinsam einen Schlag teilen, handelt es sich um eine Taubenschlaggemeinschaft. Was sagen wir dazu? Das finde ich sehr gut, sagen wir dazu. Richtig einfach. Ja! Dem ist im Prinzip, meine Damen und Herren, nichts mehr hinzuzufügen. Genau so
ist es. Nicht? Also mehrere Taubenzüchter halten sich gemeinsam einen Schlag, sie versorgen die Tauben gemeinsam, sie teilen die Futterkosten untereinander auf, sie fahren zusammen zu Wettbewerben, deswegen eine Schlaggemeinschaft. Okay. Paul, was ist ja, das? Ja, ich war ja auf einem völlig falschen Trichter. Ich dachte, ich hätte irgendwas mit Flugzeugabsturz zu tun, wenn die alle runterfallen, aufschlagen in der Gruppe, ne, dass die sagen, hier, komplette Belegschaft über die Wupper. Schlaggemeinschaft, ja. Aufschlaggemeinschaft, wir kommen aber dann wird es noch weit führen. Zur nächsten Frage, bevor ich mich bei Gerhard bedanke und es gibt leider kein Geld, Gerhard, Sie haben es ja eben mitgekriegt. Aber jetzt wird's. Sachsen-Anhalt, Magdeburg ist angesagt, Thorsten Straube wohnt in Magdeburg und Thorsten Straube möchte wissen, was ist ein Hospital-Butler? Hospital-Butler. Man kennt ja den bekannten Hospitalismus. Das ist diese Krankheit, wenn man sich immer so vor und zurück bewegt. Das kenne ich von der Klagemauer in Jerusalem, aber das hat damit, glaube ich, nichts zu tun. Da ist es aber keine Krankheit, sondern eine Religion. Also, Hospital-Butler. Das ist wahrscheinlich ein Bastler, der... Butler. Ein Butler, meinte ich auch. Also zwischen einem Bastler und einem Butler, obwohl ein Butler auch ein Bastler sein kann. Ah, ja. Aber ein Bastler, ein Butler. Es ist ein Butler, ja, ein Butler, der sich immer verbeugt. Und dieses Verbeugen ist bei dem zur Manie geworden. Der steht den ganzen Tag so. Auch wenn keiner da ist. Das ist ein Hospital-Butler. Wie wäre es denn, Automatisierung im Gesundheitswesen, ja. Gesundheitsreform, Riesenthema. Vorne gibt es ja immer diese kleine Rezeption, an der man fragt, auf welchem Zimmer jetzt Herr Müller liegt. Ist das immer noch 324 oder schon wieder Intensivstation und so weiter? Und das ist natürlich heutzutage zu teuer. Das wird wegrationalisiert. Und dazu gibt es einen kantförmigen Kasten in schlichtem Grau. Das wirkt natürlich sehr herzlos. Das kann natürlich von Krankenhaus zu Krankenhaus unterschiedlich sein, die Farbe. Ja, ist aber erstmal in der Grundausstattung grau. Und welches Krankenhaus kann sich schon die Sonderausstattung in hellblö leisten? So, und um diese Herzlosigkeit ein bisschen abzufedern und dem Patienten ein gutes Gefühl zu geben, nennt man das den Hospital-Butler. Das wirkt dann gleich also ein bisschen... Also ich persönlich würde auch gerne mal eben ins Krankheitswesen gehen. Ja, Frau Schmidt. Aber ich bin natürlich jetzt bei dem Erste-Klasse-Patient speziell und sage, das sind jetzt die Patienten, die sich das leisten können in Zukunft. Weil der Machen Sie mal alle die Augen zu, das ist immer noch genial daneben. Wir sind hier nicht bei irgendeinem politischen... Bei Christiansen und Frau Schmidt ist so. Ja, das ist schön. Ja, also der Erste-Klasse-Patient kann sich in Zukunft einen eigenen Butler leisten, der speziell dafür, um auch die Krankenschwestern an sich zu entlasten, kann man sich jetzt demnächst Butler mieten und die kommen dann zu den Privatpatienten an sich und bringen das Frühstück und die Bettpfanne persönlich. Und wer zahlt den Butler? Der Ulla Schmidt, die zahlt. Sie zahlt. Der Butler, der ja auch gerne in Holz geschnitzt in irgendwelchen Künstlerwohnungen herumsteht. Was macht der? Es gibt auch diese Butler, die so aus Holz geschnitzt sind, also beziehungsweise zwei Mit Bretter. Mit dem Tablett hier. Früher gerne rassistisch, wurde der Moor genommen. Ja, genau. Und der steht ja immer so da. Der Hospital-Butler ist das Tischchen. Oh, sag's noch mal. Sagen Sie noch mal Tischchen. Ja. Er hat nämlich einen Fehler, er kann das nicht. Ja. Sagen Sie mal Tischchen. Ist das Ablageelement. Was an diesem Wagen, der direkt neben dem Bett steht, dass man so hochziehen kann, so und dann, wenn man das zu schnell dreht, und dann das Essen serviert wird, also der Butler quasi. Aber das ist doch ein ganz normaler Beistelltisch. Nee, der wird ja so hochgeklappt. Der ist trotzdem ein ganz normaler Beistelltisch. Ja, deshalb halt, nein, das ist ja nicht normal. Nicht jeder, Herr Balder, ein normaler Beistelltisch, das ist ein Tisch, den man beistellt. Ja, aber das ist ein Krankenhausbeistelltisch, die sind so. Ja, und damit man nicht mal sagen muss, kann ich mal bitte Hospital-Butler. Das ist ja noch schlimmer als Beistelltisch. Also ich habe die Frage ja auch nicht eingeschickt. Also ist denn überhaupt Hospital? Liegen wir denn da im Krankenwesen richtig? Also pass mal auf, denkt mal noch ein bisschen drüber nach. Ich meine, vielleicht finden wir ja noch eine Lösung, meine Damen und Herren. Sie können ja auch zu Hause noch ein bisschen überlegen. Wir machen ein bisschen Werbung und sind gleich wieder bei Ihnen. Bis gleich. Was ist ein Hospital-Butler, wollte ich wissen. Also, und Herr Hoeker hat ja vor der Werbung lang und breit erklärt, das ist ein Beistelltisch. Das ist falsch. Ich habe eine andere Idee. Bitte. Wir sind immer noch im Krankenhaus. Wo sind wir? Wir nicht, du. Im Krankenhaus.
befinde mich in einem sehr großen Krankenhaus und das, ja, das ist ein Gerät. Da sieht man ihn gar nicht mehr dann. Sie kriegen mich nicht aus dem Konzept. Ich habe genau ein ganz klares Bild im Kopf. Und es ist ein Gerät, was einem hilft, sich dort zurechtzufinden. Das sagt so eine Art Navigationssystem fürs Krankenhaus. Oh, wenn man zum Röntgen muss, sagt das irgendwie, rechts, links, siehst du Knochen, bist du richtig. Also sowas in der Art, also sowas einen hilft. Hat man das in der Hand oder? Ja, in der Hand oder am Fuß, je nachdem, wo es besser hält. Und das benutzt man in großen Krankheiten, damit man weiß, wo man in welche Station kommt. Und das nennt man Butler, weil der Butler führt einen ja von der Tür, je nachdem in das entsprechende Gebäude, wo man hin muss. Er nur möchte lösen. Ich habe gar nicht zugehört. Was hat er gesagt? Aber nichts von Bedeutung. Herr Butler, sind wir überhaupt in einem Krankenhaus? Das interessiert Herrn Boning und mich jetzt schon seit geraumer Zeit. Wir sind krank, aber nicht im Krankenhaus. Wir müssen eventuell zu einem bestimmten Zeitpunkt ins Krankenhaus. Und dabei hilft uns der Hospital Butler. Ist das so wie? Was macht der? Der sagt, der misst zum Beispiel den Blutdruck oder irgendwelche Werte. Wenn ich bewusstlos werde, dann klingelt der im Krankenhaus an und sagt, holt den mal ab, er ist ein Häuflein Elend. Wie sieht denn der aus, der hier aus? Ist das ein weißer Kasten? Ist das? Ist das? Jetzt? Wie groß ungefähr? Nein. So. Welche Farbe hat der denn? Weiß. Roter Punkt. So. Komisch, ich rede mit ihm nur, der spricht gar nicht und ich höre. Dieter macht wenigstens die Mundbewegungen dazu. Also. Das ist so ein, es ist ein Notrufsystem für alte Leute. Das ist angeschlossen. Dieter, mach mal weiter. Ja. Ich bin schon raus. Das ist schon falsch. Auch wenn du dich freust. Falsch. Ja. Ach so. Es ist ein Kasten in dieser Größe. Der nur ist ja ganz nah dran. Ist das wirklich so? Nein, ist falsch. Ich sag's nur mal. Ja. Es ist ein großer Kasten. Nein. Ein kleiner Kasten. Wir drehen mal um. Eine Uhr. Nee, das ist eine Uhr. Aber es gibt doch so Handys, die sowas messen, die Blutzucker und was weiß ich alles. Vielleicht kommt es ja mehr von Hospiz. Nicht von Hospital. Es gibt ja Hospiz, wo du kontrollierten Löffel abgibst. Ne? In dem Bereich. Und vielleicht können die sich aussuchen, wie. Also du sagst hier, heute Nacht, wenn ich penne, kommst du mit der Kettensäge rein, machst du... Ne, dass man sagt, das ist so ein Butler, der dich kontrolliert, so wie du dir das vorgestellt hast, auf dem Dach trägt und runterschmeißt oder so. Dass du einen Löffel abgibst und hast dafür einen Butler, quasi für das letzte Mal und alles auf Kasse und Rezept. Kann ja sein. Das glaube ich nicht. Also wozu ist denn ein Butler da? Also er ist dazu da, die Türe aufzumachen, am Ende die Zeitung zu bringen oder das Frühstück zu servieren. Ja. Wenn er jetzt vor allem dazu da ist, die Türe zu öffnen, ist es vielleicht eine Art von Technik, wie in Krankenhäusern, automatische Türen auf und zu. Kleiner Tipp von mir, wir sind im Krankenhaus. Wir sind im Krankenhaus. Und sind wir bei einer Türautomatik? Sind wir bei einer Türautomatik? Sind wir bei einer Türautomatik? Ja, auf jeden Fall. Nein. Ja, auf jeden Fall. Nein. 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 Was fragst du denn, Mann? Ja, nein. Aber keine Ahnung, ihr Lieben. Keine Ahnung. Die große Frage ist ja jetzt, ist es ein Gerät oder ist es ein Mensch? Ich könnte mir vorstellen, es ist ein Gerät. Genau, aber es muss verschiedene Funktionen drauf haben. Ist das einfach dieser Knopf, wo dann die Schwester kommt? Es ist ein das ist ein Knopf. Wo dann die Schwester kommt. Aber es ist doch ein Überwachungsgerät. Ja, es bestimmte Werte misst und dann Werte den denn? Arzt holt. Die inneren Werte. Blutdruck, Herzschlag. Innere Werte. Puls. Ja, Urinwerte. Ein Butler hat doch vor allen Dingen immer diese weißen Handschuhe an und hat eine Uniform an. Richtig. Hat es etwas damit zu tun? Nein, weiter. Der Butler, der serviert doch auch das Essen. Richtig. Ist das vielleicht eine, hat es was damit zu tun? Nein. Wie heißen denn diese Ständer, wo das Tropfding dran hängt? Ständer. Ja, könnte ja sein, dass die jetzt im Rahmen von neuen Berufsbildern dem... Ach, mach du doch! Da mach ich doch! Weiß ich auch nicht. Aber er hat schon recht, wir sind hier ein bisschen zu locker. Das weiß nur keiner. Was? Ist es etwas, was in den sanitären Anlagen eines Krankenzimmers installiert ist? Wo jetzt? Wenn Sie jetzt sagen würden, ja, Herr Frau von Sinn, mit Badezimmer sind Sie nicht schlecht, dann würde ich... Der Fachwort Sanitäranlage, sag mal. Dann würde ich mir weiter Mühe machen. Also zum Beispiel eben auf einer Toilette etwas, was sowohl Feuchttücher hat, wie auch Trockentücher, wo auch ein Seifenspender rauskommt. Ein Spender, wollte ich gerade sagen. Ja, oder wo... Also da kommt alles zusammen raus. Im Krankenhaus gibt es ja immer sowohl Seife, wie auch Desinfektion.
Desinfektion. Ja. Fernbedienung. Was ist denn mit der, so eine große Fernbedienung für das Fernsehprogramm, aber auch Schwesternotruf. Sehr gut, ja. Für alles. Ja, ganze Schnickschnack. Bett rauf, runter. Ja. So. Fenster auf, ja. Zu. Fenster auf, Arzt rein, genau. Raus. Ja, Jalousie hoch, ja. Runter, ja. Hospital war alles. Blinddarm raus, weg, alles. Ja. Ja. Ich war ja noch nie super. Hier. Kann man auch weiter sagen? Also, dass Sie sagen, ne, dass man sagt, weiter. Einfach weiter. Ist ja nicht unser Geld. Ne? Ist ja nicht unser Geld. So, ich sag's euch mal. Ja. Soll ich's euch sagen? Ja. Bevor der noch ein paar Mal weiter sagt, sag ich's. Weiter! Ja, ja. Dann mach doch weiter. So, Paul, pass auf. Also, bei längerem Sitzen oder Liegen im Krankenhaus. Ja! Kann sich ein Blutgerinnsel in den Beinen bilden, eine sogenannte Thrombose. Schon mehrfach was gewonnen. Bei so im schlimmsten Ding. Fall kann diese Thrombose einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall auslösen. Um dem vorzubeugen, bekommen bettlägerige Patienten im Krankenhaus solche Thrombose-Strümpfe. Und weil sich diese Strümpfe bei den Beinen des Patienten nur schwer überziehen lassen, benutzt die Krankenschwester eine Hilfe. Sabe, bringt das mal. Ich wusste, es hat was mit Sex zu tun. Pass auf. Das funktioniert wie folgt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das hinkriege. Ich probiere es einfach mal. Das ist übrigens ein Abguss von Balders Bein, was sie da in der Hand. Das ist mein Holzbein. So, pass auf. Jetzt muss man das Ganze hier hochziehen. Das ist wirklich, das ist so schwierig. Ja, Balder, das wird jeden Morgen bei dir gemacht. Ja, ich weiß. Nur muss ich das jetzt selber machen, das ist das Problem. Jetzt pass mal auf hier. Ich hab so ein Ding schon mal in der Bank an. So. Da kommt jetzt kommt das Bein des Patienten hier rein. Ja. Wir müssen nur aufpassen, dass das richtig ist. Dann zieht man das Ganze einfach hier so hoch. Ach, ist da noch ein Loch drin. Und dann nimmt man diesen Hospital-Butler wieder weg. Und der Patient hattet ab. Herr Butler, respektive Herr Balder, gibt's diesen Butler auch in verschiedenen Größen? Mein Bein ist dicker. Thorsten Schraube aus Magdeburg, 500 Euro für Sie. Gratulation. Ach, Mann. Meine Damen und Herren, wenn Sie auch so eine schöne Frage haben oder auch mehrere, können Sie uns die gerne schicken. Wenn ja, dann nehmen 50616 Köln oder einfach anrufen 01 3 7 18 11 20. E-Mail geht auch, fragen@genialdaneben.de, wenn Sie möchten, wenn Sie ganz viele Fragen haben. Oder Sie kommen her, wie zum Beispiel Nicole Maas. Normalerweise wohnt sie in Essen, heute Abend ist sie hier. Nicole, wo finden wir sie denn hier im großen, weiten Rund? Dort. Nicole hat eine sehr schöne Frage, ich bin gespannt. Es geht um 500 Euro für Nicole, bar auf die Hand. Nicole möchte wissen, was ist ein Spinnerblatt? Segeln? Spinner? Wo gibt es denn einen Spinner? Natürlich ein Spinnerblatt. Beim Spinner, hier gibt es einen Spinner. Beim Angeln gibt es den Spinner. Was ist denn der? Ja, das ist so eine Art Blinker. Ein was? Ein Blinker. Das ist ein Spinner. Das ist ein spezieller Köder. Wenn der Fisch abbiegen will. Was macht der denn? Was, wenn... Der Blinker blinkt, damit der Fisch eine Reflexion im Wasser hat und denkt, aha, lustig. Und dann biegt er ab. Ich habe ja Angelprüfung gemacht, aber das habe ich mit 14, das ist verdammt lang her. Was? Blinker ist ein Metallteil. Das zieht man jetzt mit einer bestimmten unregelmäßigen Bewegung durchs Wasser, sodass der Hecht meint, es handelt sich um einen kleinen Fisch, beißt rein. Es ist aber eben ein Metallteil mit einem daran befestigten Haken. Der Spinner ist ganz ähnlich. Ich bin aber nicht in der Lage, jetzt... Was macht denn der Spinner? Er bewegt sich auch wie ein Köderfisch, der dazu führt, dass der Raubfisch reinbeißt und an Land gezogen werden kann. Ist das vielleicht so einer, der so... Was war der Begriff? Das Spinnerblatt ist also das Metallteil. Es gibt auch Wobbler übrigens, die sind aus Gummi. Also ich lege mich jetzt nicht auf das Material fest. Das Spinnerblatt ist das Teil, das vibrierend jetzt wie der kleine Fisch wirkt. Der also ich muss das gelten. So gelten lassen. Ja, ist die richtige Antwort. Ja. Ja. Also, Spin ist in dem Falle Spinne abgeleitet von to spin. Und Spinner sagt der andere zu einem Köder, der sich im Wasser um die eigene Achse dreht. Ah, ja. Daher to spin. Und weil dieser Köder vom Aussehen her an das Blatt eines Baumes erinnert, spricht der Angler in diesem Zusammenhang von einem Spinnerblatt. Muss ich so gelten lassen, Nicole? Es tut mir leid, aber Herr Boning weiß... Wie immer alles, wenn nicht Herr Hoeke alles weiß, dann Herr Boning. Und wenn der nicht weiß, dann Herr Nuhr und dann Frau von Sinn, notfalls ich. Ne? Ja.
So, ich möchte ja wieder ein bisschen Geld ausgeben. Nee, nicht schlimm. Ja, ich ist, du kommst auch noch. Ist nicht schlimm. Du bist ja heute zum ersten Mal da, Paul, ja, du kommst doch dran. Wir gehen mal nach Münster. Dort wohnt ein wunderschöner Name. Fee von der Kuhlen. Nee. Ja. Fee von der Kuhlen. Und der Name ist echt, Frau von Sinn. Ich kenne zwei Frauen, die Fee heißen. Das ist ein wunderschöner Vorname. Fee von der Kuhlen. Und Fee von der Kuhlen möchte wissen, was ist das Waschmaschinenphänomen? Ja, das ist jetzt ganz einfach. Na bitte. Das ist... Mit den Socken, genau. Drei Paar Socken rein und du kriegst, also du tust sechs Socken rein und kriegst drei raus, weil eine Socke immer in der Waschmaschine wie in einem Bermuda-Dreieck verloren bleibt. Sechs minus eins. Entmaterialisiert. Also, ist mir noch nie passiert. Wir kennen ja alle den Waschbrettbauch. Aber sie waschen ja nicht selber, Herr Baller. Wir kennen ja alle den Waschbrettbauch. Ja. Die Chippendales, oder wie heißt die? Die haben den. So, das Gegenstück dazu. Holger, zeigen Sie mal. Ja, das ist jetzt... Möchte ich jetzt nicht, dass du den anderen nur in der Seele weh, wenn du das sagst. Also. Ja, jetzt bin ich verunsichert. Das Gegenteil vom Waschbrettbauch ist dann das Waschmaschinenphänomen, denke ich. Das Gegenteil vom Waschbrettbauch ist ja das Waschmaschinenphänomen. Ich dachte jetzt aber Riesentrum. Riesentrum. Ja. Ein Bierkasten vorne vor. Ja. Nee. Ist das vielleicht das Phänomen, dass sich schnell drehende und rotierende Körper durch eine Unwucht verursacht fortbewegen? Wie zum Beispiel auch, ja, also Waschmaschinen, wenn die, wenn die schleudert, dann fängt die an sich zu bewegen. Das funktioniert übrigens auch mit, wie heißt sie, diese elektrischen Dildos? Vibratoren. Das geht auch, wenn man einen Vibrator anmacht. Handys auch. Handys die auch, Frau ja. macht dann wuppete. Nee, aber wenn du, haben wir gerade einen da? Wenn du den so hinstellst und anmachst, dann macht der... Sag mal, woher wissen Sie das? Ich habe im Internet ein Video dazu. So ein Effekt, so ein Bewegungseffekt von Waschmaschinen. Aber bleiben wir doch einfach mal beim Bauch. Also, ist das so eine ganz Waschmaschinenphänomen? Was ist das Waschmaschinenphänomen? Ah, Verdauung. Also das Stoffe, die im Magen jetzt... Es gibt Dinge, die will ich nicht hören. Guck dir jetzt auch zu Schäumen vielleicht, schäumen. Ja? Wenn man sagt ja, der Magen dreht sich um, wenn er dann noch schäumt. Und schleudert. Sodass man dann zum Trocknen aufgehängt werden muss. Vielleicht ist man dann, ist das Waschmaschine, so eine ganz komische Art von Übelkeit. Also. Es hängt mit der Waschtrommel zusammen, ne? Mit der dicken Trommel, die man hat. Hat es etwas mit Gebärenden zu tun? Das Waschmaschinenphänomen möglicherweise diese bestimmte Körperform, hinten ganz gerade. Mein Vater zum Beispiel ist eigentlich ganz dünn, ja, wie ich. Hat nur vorne drauf diesen seltsamen... Wie ich, meine Figur. Einfach hinten gerade, ja. Vorne auch gerade. Wie ich, dann aber von der Seite... So. Hat das was mit Gebärenden zu tun? Mit wem? Mit Gebärenden, mit Hochschwangeren, mit dicken Bäuchen. Also das würde ich mal ausschließen. Wieso? Aber hat es denn wirklich was mit dem Bauch aber zu Bauch tun? Aber Bauch würde ich mal bleiben. Gebärenden finde ich aber gut. Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Es ist ein Waschmaschinen. Bauch ist gar nicht so schlecht. Ist das Waschmaschinenphänomen? Wenn von Fünflingen nur vier rauskommen, möglicherweise. Dann sind wir wieder bei den Socken. Aber ist es vielleicht so, bei einer Waschmaschine kann man doch über Knopfdruck verschiedene Programme in Gang setzen. Ist das Waschmaschinenphänomen also eventuell, dass der Arzt bei einer Untersuchung, wenn er bestimmte Reflexe drückt, der Magen, wo wir eben schon waren, oder der Darm oder irgendeine Innerei... Die Position wechselt oder sich in irgendeiner Weise in Gang setzt. Also ist es eine Diagnose? Ist es eine Diagnoseform von einem untersuchenden Arzt? Würde ich mal so sehen. Ja. Könnte man so sagen. Ist es, wenn man in einer bestimmten Richtung über den Bauch streicht, von links nach rechts oder sowas, also wie halt, dann... folgt man den Darmschlingen und kann auf diese Art und Weise Luft aus dem Darmbereich in einen Bereich treiben, wo er von alleine den Weg nach außen findet, um die Umwelt zu belasten und um die Klimaveränderung voranzutreiben. Methan! Ja! Das, was brennt, das stinkt auch. Ich weiß, dass Sie vom Pupsen reden. Das habe ich mitge... Nein, ich habe vorhin ein Wort gehört, das fand ich sehr interessant in dem Zusammenhang.
von euch, glaube von... Und so? Haben wir ja. Hallo gesagt oder ja. sowas? Nein. Der Trumm. Es war ein sehr interessantes Wort. Aber meint Sie, Herr Nuhr, was haben Sie gesagt eben? Figur? Bezug auf Bauch. Bauch. Als ich sagte, denkt man an Bauch. Da kam ein sehr interessantes Wort. Das fand ich Gott. Nicht schlecht. Könnten wir das Wort möglicherweise noch mal hören? Ja, Verdauung. 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 Habt ihr gesagt. Gut, das ist vielleicht ein bestimmtes Geräusch. Und zwar macht es manchmal verdaut. Das klingt dann, als würde man das machen, was Sie gerade gesagt haben. Aber in Wirklichkeit ist es nur Blasen, Pupsen. Ach so. Aber vielleicht ist es nur, das ist ja nur so drin und es macht dann nicht so... Nein, aber entschuldigen Sie jetzt mal eben die Störung. Ich war sicher, dass der Herr Hohecker eben schon das Richtige gesagt hat. Weil in der Tat, wenn man bestimmte drehende Bewegungen auf dem Bauch vollzieht, ja, Massage, ja. hat er gesagt. Kann man die den Verdauungstrakt hat in Gang gesagt. Setzen. Hat er gesagt. Und da sich das in derselben Richtung wie eine Waschmaschinentrommel dreht, war ich jetzt überrascht, dass Sie nicht sagten, das stimmt. Ja, das ist falsch. So, deshalb haben Sie es gesagt. Also, wir müssen jetzt nur rauskriegen, was eine Parallele zwischen Magen und Waschmaschine. Also zum Beispiel eine Waschmaschine, wenn die kaputt ist, kann sie ja lecken. Aber ein Magen, der leckt. Aber ein Magen braucht zum Beispiel Säfte, um zu verdauen. Eine Waschmaschine braucht Wasser, um zu waschen. Es ist generell die Verdauung. Es könnte auch im Darm sein. Vielleicht haben sich die Darmschlingen verdreht. Also so eine Krankheit, sowas in der Art. Ja, aber in der Waschmaschine verdreht sich. Ah, doch, die Kleidung. Mal zwei lange Flusensieb. Socken. Drehen sich Waschmaschinen nicht immer im Uhrzeigersinn? Hat es auch was mit der Drehung der Organe im... Vielleicht mit den Temperaturen. Aber es gibt ja 40 Grad, 30 Grad... 180 Grad, kann man sagen, bei unterschiedlichen Temperaturen hat man unterschiedlichen Stuhlgang. Was? Ja, ja, bei ja. 180 Grad. Passen wir auf. Ja. Doch. Ja. Doch, doch. Ja. Das ist nämlich gar nicht mal so dumm. Wer hatte denn die, ach ich war das, passen Sie auf. Angenommen, ich bin Äthiopier. Äthiopia. Ich bin in Grega durch die Wüste Gobi. 200 Grad, Stuhlgang weich. Arktis, minus 17 Grad, Stuhlgang knallhart. Und dass man dann spricht vom Waschmaschinen... Wovon haben wir eigentlich geredet? Das ist der Hammer doch. Ja. Ne? Wir waren doch heute Abend schon bei Diagnose, wir waren schon bei Verdauung. Ja. Und Sie hatten doch, Sie waren doch ganz zutraulich bei Diagnose, als ich da mal vor 6 Stunden von sprach und der Arzt und der Diagnosetechnik. Mhm. Und Verdauung. Mhm. Und die Temperatur. Temperatur war das richtige Wort. Temperatur hat damit nur wirklich gar nichts. Ja, haha, dann halte ich jetzt den Mund. Geräusche. Aber Entschuldigung, sind wir vielleicht nicht mehr im Bauch, sondern sind wir schon bei den Exkrementen, wenn wir eine Stuhlprobe abgegeben haben? Nein. Aber hier, das ist gut. Geräusch. Wir wollen das Thema nicht weiter. Geräusch. Geräusch auch. Auch gar nichts, gar nichts Geräusch. Weiter. Machen wir weiter. In der Marktforschung kommt das nie gut an, wahrscheinlich. Ja. Oder? Das ist es ist etwas, was im Magen-Darm-Bereich passiert. Und da, ich glaube, das richtig. Ist Schaumbildung. Ich bin immer noch bei der Schaumbildung. Vielleicht kann man auf diese Art und Weise... Natürlich! Man isst eine Blaubeere und weiße Bohnen sind dann mitgefärbt. Ah. Gut. Es hängt mit dem Flusensieb zusammen, mit der Waschmaschine. Mit dem Flusensieb. Ah, wo habe ich denn das im Bauch? Es geht um Darmverstopfung, ist das richtig? Nein. Nein. Es gibt doch rechtsdrehende und linksdrehende Joghurt-Scheiße hier. So. Und damit hat es zu tun. Oder? Weiter. So. Aha, keine Ahnung hier, die Leute. Hat es mit dem Rhythmus der Waschmaschinen zu tun? Drehen, stehen bleiben. Drehen, stehen bleiben. Doch irgendwann mal schon damit bei Diagnose. Hat es zu tun. Da waren Sie doch zutreich. Macht der Arzt etwas mit dem Patienten? Er rollt ihn auf dem Untersuchungstisch hin und her. Oder er dreht ihn. Ich stell mir das war jetzt schon der Schleudergang. Ich sag's euch. Ja, mach mal. Ich sag's euch. Also, bei Verdauungsstörung bildet sich oft ein Blähbauch. Magen-Darm-Bereich sind da nicht nur mit Luft, sondern auch mit zu viel Verdauungssaft gefüllt. Im Ultraschall sieht das dann so aus. Ach so. Nee, das sieht aus wie eine mit Wasser gefüllte Waschmaschinentrommel. Daher spricht der Mediziner in diesem Zusammenhang vom Waschmaschinen.
Phänomen. Das gibt's ja nicht. Ja. Ist das ihr? Das werde ich jetzt nicht verraten, aber ich verrate, dass Fee von der Kuhlen das Münster jetzt um 500 Euro reicher ist. Herzlichen Glückwunsch. Sehr gut. Meine Damen und Herren, ich finde, dass wir aus Österreich immer sehr interessante Fragen bekommen. Manchmal auch sehr witzige. Aber heute haben wir eine völlig andere aus Österreich. Heute haben wir auch wieder eine sehr schöne Frage von Herbert Stifter. Er wohnt in Wien. Servus. Herbert möchte gerne wissen, warum wird im österreichischen Bad Ischl mit zwei extra aufgestellten Verkehrsschildern vor Maria gewarnt? Maria? Ah, warum wird im österreichischen Bad Ischl mit zwei extra aufgestellten Verkehrsschildern vor Maria gewarnt? Vielleicht erscheint die da regelmäßig, nur halt nicht ortsgebunden. Und die und dann fährt man im Auto noch einmal auf so einen Fatalerkreis, dann wieder weg, bis Tränen noch auf der Erde. Oder? Ich glaube nicht, dass vor der leibhaftigen Maria gewarnt wird. Die das ja gar nicht leibhaftig wundern. Sein kann, weil sie ist ja mit Leib und Seele in den Himmel aufgefahren. Möchte ich mal kurz sagen, daraufhin mussten ja leider die Reststücke von Maria, die Reliquien, weggeworfen werden damals. So. Ich glaube vielmehr, dass es sich um einen Wallfahrtsort handelt. Was ganz ist das? Gibt es? Es gab eine Kirche, die hatten die Reliquien von Maria. Und dann gab es irgendwie dieses Ding, ist, dass die, das Dogma, dass die mit Leib und Seele in den Himmel aufgefahren ist. Und hatten die noch so ein Stück übrig, aber was machen wir, scheißegal. Nee. Also es ging, die Diskussion ging jahrhundertelang. Und das ist kein Scherz. Es gab richtig Mord und Totschlag in der Kirche um die Frage, ob Jesus mit oder ohne Vorhaut in den Himmel aufgestiegen ist. Ach du liebe Zeit, ach. Das ist kein Scherz, das ist wirklich wahr. Aber ja, aber er war doch Jude, das kann doch nur ohne Vorhaut gewesen sein. Ja, darum ging es ja. Ach so, weil es sein kann, dass er nicht beschnittener Jude war. Leib und Seele in den Himmel aufgefahren ist, ist jetzt alles dabei, auch das, was er im Laufe seines Lebens... Ach so! Wir sind immer noch bei einer anderen Frage, meine Damen und Herren. Sollen wir den Kerl nicht mal gänzlich ignorieren? Ja, das ist mit deinen blöden Fragen. Wie ist das denn jetzt gelöst? Gibt es denn eine Lösung? Hat man bestimmt eine Theorie? So, ich also ich denke, Maria ist ein Fallwind, ein Tunnel, ein Berg. Wer? Natürlich. Maria ist ein Fallwind. Ein Fallwind. Maria ist ein Naturphänomen. Ach. Maria, ja. Und deswegen wird gewarnt, dass Autofahrer eben... Welches Naturphänomen ist denn Maria? Ja, da sind wir ja gerade. Ich bin Lawine. Ja gerade mal am Anfang. Eine Lawine. So. Eine Lawine. Da kommt die Lawine Maria Rinne, wieder. Eine Rinne. Also die Marienrinne, wo Lawinen runterkommen. Die Marienrinne. Da gibt es doch wahrscheinlich so eine Mariengrotte oder so etwas. So. Eine Statue, da pilgert man hin. Da gibt es Prozession. Häufiger im Jahr, da gibt es dann 150 Leute, die stehen dort und stehen unter Umständen auch auf der Straße. Genau, und da die Menschen, die Pilger da immer so überwältigt sind und auch im Winter weinen, bilden sich da Eis. Flächen. Das jetzt als die müssen ja ganz schön flendern, meine also Liebe. Ich sehe die ganze Zeit so, also im Kopf, das ist so ein rotes Dreieck und da ist so eine Maria drin. Genau. Achtung Maria. Achtung Maria. Ja. Ist das ist so eine Fata Morgana? Da steht tatsächlich Achtung Maria drauf. Ja, jetzt aber als Bild, nicht als da steht nicht Achtung Maria. Doch. Da steht Achtung Maria. Ja, ist das auch, ist eine Abkürzung. Ist auch ein Bild von der Maria und der Text Achtung Maria. Ja. Natürlich ist Maria ein Tier. Maria ist ein Tier. Ein Kaninchen. Nein. Nein. Maria ist zum Beispiel... Ein männliches Kaninchen mit Namen Maria. Ach, Herr Balder, wir wollen uns hier ein bisschen konzentrieren. So. Also, Maria ist etwas unter Naturschutz, ein Naturschutzgeschäft. Also, es könnte ein Adler sein, es könnte ein Hirsch, ein Elch sein. Jedenfalls irgendetwas, was in Bad Ischl sehr wohl geliebt ist und auch nicht in Pirken eingezäunt ist, sondern das darf rumlatschen. Mhm. Weil alle lieben Maria. Es könnte auch ein Bär sein. Oder ich wollte jetzt sagen Giraffe, das könnte es aber nicht. Was? Bär? Was? Verharren Sie in der Stellung. Wir machen Werbung, sind gleich wieder da. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder. Frau von Sinn verharrt noch in der Stellung. Bitte weiter. Es könnte ein Fasan sein, ein Pfau sein. Es ist auf jeden Fall ein Tier. Und dadurch, dass dieses Tier so viele Freiheiten hat, weil Bad Ischl, am Ende ist es sogar das Wahrzeichen von Bad Ischl, warnen die Menschen vor Maria. Da steht Achtung Maria. Darunter ist aber die Silhouette eines Tieres, nämlich das, welches was Maria Tieres heißt. Ein Biber. Ein
Es ist gar kein Tier, ne? Richtig. Danke. Ich hab eine Idee. Eine Autostraße. Da ist ja, ja kurvige Straßen. Und zwar die Straße. Straßen sind normalerweise genau, für Autos. So, die Straße ist da kurvig. Hier ist ein riesengroßer Berg. Auf der anderen Seite eine gigantische. Stell dich mal gerade hin, Hella. Eine einmal. Einmal Jungfrau sein. Und ich bin immer noch Jungfrau, Schatz. Nicht nur einmal. Da reden wir nach der Sendung nochmal drüber. Also mach, ich bin jetzt etwas sehr Gigantisches. Und wenn jetzt ein Autofahrer hier so lang kommt und völlig überrascht diese riesengroße, ich möchte Jungfrau sagen, wunderschöne Jungfrau sieht, dann sind die schockiert, überrascht, weil das ist irgendwie ganz toll. Und deshalb haben die ein Schild gemacht. Achtung, Sie sehen gleich Maria, eine Jungfrau. Und dann fahren die Fortstiger. Es ist ja wie Lorelei im Schiff, ne? Ist Maria ein Tunnel? Nein. Ein Tunnel? Nein. Ich glaube, wir verstehen das alle falsch. Maria ist eine Schneeverwehung. Eine was? Eine Schneeverwehung. Eine ortsübliche Schneeverwehung, die eine Marienform hat. So ungefähr, wie so mit so einem Umhang oder so. Ich glaube, Schneeverwehung im Umhang. Wir verstehen das alle falsch. Ja. Da steht nicht Warnung vor Maria, sondern es ist so, es gibt eine sehr, sehr alte Ischglerin, die ist 110 Jahre alt und fährt immer noch selber Auto und sie heißt Maria. So, und an dieser Straße gibt es eine sehr, sehr scharfe Haarnadelkurve, an der Maria schon in den späten 30er Jahren Probleme hatte, das Lenkrad rumzureißen. Und da hat man um Maria den Spazierweg freundlicher zu gestalten, Schilder aufgestellt. Achtung Maria, so muss es nämlich korrekt betont werden. Ich sag's euch. Okay. Also, ihr habt ja recht, es ist eine Dame, die heißt Maria, kommt aus Bad Ischl. Maria ist die Wirtin eines Gasthofes in Bad Ischl. Ah, die Kellner der zugehörige Biergarten liegt auf der anderen Straßenseite. Und im Sommer muss Maria deshalb unzählige Male die Straße überqueren. Okay. Und deswegen steht hier dieses Schild. Achtung, Maria. Das ist eine tolle Idee. Herbert Schifter, 500 Euro. Gratulation. Ja, da hätte man was kommen können. Mensch, hätte man doch lösen können. Gute Idee. Ja. Sehr schöne Idee. Wir gehen mal nach Bocholt. Dort wohnt Tobias Rügamer. Und Tobias möchte Folgendes wissen. Warum scharren Musiker bei Opernaufführungen immer wieder mit ihren Füßen auf dem Boden hin und her? Kleine Information. Das machen vorzugsweise Musiker, die im Orchestergraben sitzen. Mit ihren Füßen scharren sie derart auf dem Boden hin und her, dass ein kratzendes Geräusch entsteht. Das passiert mehrmals manchmal während einer Aufführung. Warum? Aus Neid. Nein. Das sind alles so zweitklassige Geiger. Und oben spielt der Solist. Und die denken, der dummen Sau zeige ich. Das muss ja nicht nur Neid sein. Ich glaube, sie sind einfach nur in Scheiße getreten. Hier, schon wieder, auf dem Weg zur Arbeit, guck dir das mal an. Ne? Und die Scheiße einfach zu am besten machen. Haben die vielleicht nicht richtig geübt und müssen ihre Fehler überdecken mit dem knirschenden Geräusch, das da entsteht? Ich meine, also das kann ich mir an sich nicht vorstellen. Okay. Handelt es sich möglicherweise um ein Stück moderner Musik, von Stockhausen, wo auf der Partitur steht, mit Fußscharren. Fermate mit Fußscharren. Genau. Erscharren. Andante, Allegretto. Ja. Ist das vielleicht eine körperliche Ersatzreaktion, um eine Ruhe im Oberkörperbereich herzustellen, um einen ganz besonders schönen, lang anhaltenden Ton zu erzeugen? Muss man mit, oder machen die das mit den... Ich wusste nicht, dass dein Unterkörper hier beginnt. Das hättest du aber sehen können, finde ich. Also wie war das jetzt? Also die haben irgendwie, also wenn die den Fuß bewegen, ja, dann wird Nervosität oder irgendwas, ist das Gehirn beschäftigt und die haben irgendwie mehr Ruhe und Entspannung, um sich hier oben zu bewegen. Das glauben Sie ernsthaft jetzt? Nee, aber ich wollte nur Zeit schinden. Das dachte ich mir. Nee. Kann es sein, dass die so einen richtigen Grip suchen, so wie so ein Baseballspieler, der vorher die Füße so in den Sand gräbt? Das ist ja für Geiger auch besonders wichtig. Ne? Nee, kann ja sein, dass die so eine Stellung suchen. Die stehen aber, die haben die Füße immer so hinten manchmal. Ich glaube, das ist richtig. Wo haben sie die Füße? Ich glaub, die haben die Füße immer... Absolut. Die sitzen so und dann haben die immer einen Fuß so, den anderen so abgewinkelt. Irgendwie haben dann so mehr Halt. Hab ich doch gesagt. Ja, aber er hat sich verstanden, wir nehmen keine Bilder, mal kapiert er das.
Also. Was mir plausibel vorkommt, dass das zur Handlung gehört, dass das eine Regieanweisung ist, es soll ein Geräusch erzeugt werden, das in der Oper eine bestimmte Funktion erfüllt. Eine Funktion erfüllt. Ich weiß jetzt nicht was, aber wir müssen das mal durchgehen. Ist das so Gewitter, eine Art, Polter? Ist das vielleicht so eine Art Dolby aus dem 17. Jahrhundert? Nee, das glaube ich nicht. Nein, glaube ich nicht. Ist das vielleicht ein Hinweis, so nach dem Motto, ich habe jetzt aber schon ziemlich lange nicht mehr mitgespielt, ich würde gerne auch. Für sowas gibt es Noten. Und dann kann der Dirigent so machen, ja mach halt was oder so. Oder wenn der, ist das, wenn der Dirigent aus dem Takt ist, damit der Dirigent wieder so aussieht, als würde er das Orchester lenken. Es ist eine ganz einfache Hat das was mit den Notenblättern Erklärung. Zu tun? Also die müssen ja umblättern. Aber wenn es Einzelblätter sind, dass die dann die Blätter runterwerfen und die mit den Füßen festhalten? Die werfen die Blätter runter, blättern die mit den Füßen um und schießen die dann wieder hoch aufs... Nein, zur Seite, weg. Ich glaube, es ist so, es spielen in der Oper manchmal Massenszenen sollen gespielt werden. Man hat aber gar nicht so viele Leute da. Ja. Und im Hintergrund soll schlichtweg Trippelgeräusche erzeugt werden. Und das ist es. Wie oben beim Tonfilm früher. Ja, genau. Und dann gehen drei Leute über die Bühne, gucken so nach hinten, nicht so schnell da hinten, sagen die. Und dann hört man von hinten. Aber wo sind die Hundertschaft denn? Hinter dem Berg. Ja. Nee. Also eine Chance gebe ich euch noch. Ja, okay. Graben. Das ist der Graben. Ist das vielleicht, um das Atmen zu übertünchen? Ich muss dazu sagen, ich muss mich mal loben. Es ist wirklich wahr. Es ist kein Quatsch. Ich kenne die Fragen ja vorher auch nicht. Das hast du mal gewusst. Ich bin drauf gekommen. Also hat es nur was mit den Klavierspielern oder nur was mit den Trommlern zu tun? Nein, mit allen Musikern. Alle. Also es dependiert auch nicht am Instrument. Nee. Ist das vielleicht beim Atmen, dass man beim Atmen so ein Gegengeräusch erzeugt? Also wenn die Machen einatmen, Sie das auch jeden Tag? Ja, das nennt man Laufen, deshalb läuft das. Das ist praktisch der Applaus für die Spieler oben. Und damit das keiner hört, machen die das leise. Nicht für die Spieler. So. Für den Dirigenten. Für den Regisseur, für den Sänger. Für die erste Geige. Für den, der... Geben die sich damit selber den, ihren Rhythmus den, an? Für den, wie heißt denn der Klassensprecher vom Orchester? Der erste Geiger. Der erste Geiger. Der Dirigent. Nein, für oben. Für die Sängerin. Auf der Bühne. Sänger. Für die Solistin. Für den Sänger. Für den Solisten. Für den Theatermeister, Chor. Bühnenmeister. Beleuchtung. Für sich selbst. Für die Kollegen, die mit ihnen zusammen dasselbe Stück gespielt haben. Wenn die Kollegen was machen? Einen nur begleiten und man Nein. selber, wenn sie mit einem zusammenspielen, wenn Nein. sie einem helfen, weil man selber gerade die Noten vergessen Nein. hat. Wenn sie ein Solo, wenn einer ein Solo ja. Richtige Antwort. Ja. 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 Also, es hat ja gedauert, aber Kollege, ein besonders schönes Solo gespielt hat, dann applaudieren die anderen mit den Füßen, indem sie scharren. Die Hände haben sie ja nicht frei. Außerdem wird man das Klatschen ja hören. Deshalb scharren Orchestermusiker während einer Aufführung immer wieder mal mit den Füßen. Das finde ich aber lieb. Aber ich finde, das müssen die ja nicht nur Orchestergraben machen. Das können sie auch auf der Bühne machen. Ja, aber dann sieht man es ja. Ja, eben. Nicht? Und dann sieht man auch den Respekt, den die Musiker untereinander vor sich haben. Ich finde das schön. Das würde vielleicht von der Oper ablenken. Das sind so ganz bescheidene, glaube ich, die Musiker. Ja. Die haben wir noch eine Frage oder? Nein. Tobias, es gibt leider kein Geld, weil das wurde dann mit vereinten Kräften richtig beantwortet. Haben wir viel rausgegeben heute? Ja, einiges, ne? Ja. Einiges. Habt ihr viel gewusst? Halb. Wie viel? Zwei? Drei. Drei? Vier. Weiß gar nicht mehr. Vier? Nein. Weiß nicht, zwei höchstens. Meine Damen und Herren, ich sage nur mal die Adresse. Genial daneben 50616 Köln. Anrufen könnt 37810F20 oder eine E-Mail fragen @genialdaneben.de, wenn Sie ein bisschen Geld haben möchten. Im Prinzip habt ihr euch ganz wacker geschlagen. Ja. Hatte ich auch. Und wir haben wieder viel gelernt. Wir waren gut. Ja, gut. Ja. Herr Bernhard Hoeker ist wieder über sich hinausgewachsen in der Sendung heute. Ich finde auch, dass Herr Panzer einen sehr schönen Einstand hatte in dieser Sendung. Ja, Herr Panzer. Gut. Dann, meine Damen und Herren, dann lassen wir es gewesen sein für heute. Wir sehen uns wieder nächsten Samstag und ich wünsche Ihnen jetzt schönen Sonntag.